Schon mal Fotozüge. Was denn? Ich lach mal wieder an. Oder du bist schon mal mit Fotozügen gefahren. Nee. Das Auto. Okay, also. Servus, Leute. Ja, im letzten Video haben wir darauf hingewiesen, dass unser Kollege Danny schon mal Fotozüge organisiert hat. Und wie das damals vonstatten ging, das kann er euch am besten selbst erklären. Ja, im Januar 2011 habe ich das erste Mal meinen Fotozug organisiert mit der 50 27 40 auf der Alp. Und das war so ein großer Erfolg, dass ich im April eine zweite Auflage davon geplant habe. Dabei ist nicht immer alles so glatt gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber was dabei herausgekommen ist, das seht ihr jetzt. Und lasst ein Abo da! Zum Osterfest 2011 fand sich eine kleine Gruppe von Eisenbahnfreunden auf der Schwäbischen Alb ein, um 50 27 40 beschriftet als 052 840-6 vor Fotozügen zu erleben. Sag mal, ich war ja damals Skifahren, ich war ja leider nicht dabei, aber wo hast du deinen Trecker dann herbekommen? Ja, das haben wir über die Schwäbische Albbahn mit organisiert. Da hatte sich jemand bereit erklärt, seinen Traktor zur Verfügung zu stellen. Okay. Den haben wir auf den Flachwagen verladen am Vortag. Lange bevor die Teilnehmer eintreffen, laufen bereits die ersten Vorbereitungen. Ja, das mit der Folie ist aber ein ganz schöner Aufwand. Warum? Die erste Leistung am Tag, am Morgen, war von mir geplant als Übergabe. Und da habe ich eine Donnerbüchse als Güterzugbegleitwagen umdekoriert sozusagen. Und die 50er war von den Ulmer Eisenbahnfreunden oder wo kam die her? Das ist die 50 27 40, die wir aber umnummeriert haben zu einer Ulmer, damals Ulmer Urgestein 52 840. Coole Aktion. Oh ja, da sind wir früh aufgestanden, Mannes. Oh ja. Dann sind wir das mal nicht. Für die Szene. Früh beginnt der Tag auf der Alp. Doch es lohnt sich. Kaum ist 052 840 mit einer Übergabe nach Kleinengstingen unterwegs, bricht ein herrlicher Frühlingsmorgen an. Ja, das hat natürlich damals Johannes Trautner gemacht, ne? Das weiß ich auch noch. Ja, die 50 hat hinten gewartet und wir waren ja die ganze Zeit mit dem Lokpersonal über Funk verbunden und konnten den richtigen Moment des Sonnenaufgangs abwarten und denen Bescheid sagen, dass sie kommen sollen. Dadurch ist das entstanden. Da mussten wir auf den Berg hoch, das weiß ich noch. Alter Schwede. Ja, hat sich aber gelohnt. Das stimmt, ja. Das übrigens, Leute, ist genau das, was wir erleben wollen und warum wir das machen. Kalte Morgende, die für eine gigantische Dampfentwicklung sorgen. Dafür muss man nichts sagen. Das ist einfach die Faszination Dampflok. Sonnenaufgang, Dampfentwicklung und eine Zeitreise in eine Zeit, die wir selbst nicht erlebt haben, aber die wir schon ziemlich feiern. Und die ganze Zeit, Danny, das Lager. Das Lager, ja. Da konnte dann auch das Lokpersonal nicht mehr viel machen. Ist halt 50er beim BW Ulm in der Endzeit. Authentisch. Authentisch. Eher dein Lieblingswort. Klassisch. Klassisch. Der Glint, also das Streiflicht auf der Lok damals. Oma, den.
Gomading war es, genau. In Gomading gab es den Glint auf die Lokomotive und das war... Weltort, ne? Ja, Gomading kennt jeder. Machen wir einen Sprung nach Schelklingen. Hier rangiert das Ulmer Urgestein, um sich anschließend auf dem Weg durch das Schandental und weiter erneut nach Kleinengstingen zu machen. Ja, die Lok, die war ja damals zum Plan aus 2005 das Highlight, ne? Da war sie ganz frisch. 2005? Ja. Ja. Reisen wie vor 50 Jahren, aber später, ne? Ja, das war 2007. Das ist hier Sondernach. Ausfahrt Sondernach. Ein Ort mit 170 Einwohnern und einer Dampflok. Leute, Zeitreise. Ja, traumhaft. Allerdings war es leider schon so warm, dass wir keine Dampfentwicklung mehr hatten. Was ich überhaupt nicht vergessen werde, ist auch, dass wir solchen Gegenden da mit dem Bus angefahren haben. Du hast dir immer gedacht, in den Weg, da will ich mit dem Auto nicht reinfahren. Ah, okay, er fährt mit dem Bus rein. Das war, Alter. Ich kenne das hier. Die kennen mich. Ich darf das hier. Ich darf ja, genau. Du weißt schon, dass das eine Einbahnstraße ist. Ja. So, und jetzt war die Fotozugaktion eigentlich vorbei und dann haben wir aber am späten Nachmittag noch einen planmäßigen Holzzug in Oberheutal übernommen, den wir dann nach Schelklingen gebracht haben. Plandampf sozusagen. Normalerweise wiegt ja auch ein
Fotozug nix, aber das hat sich dann auch auf einmal schlagartig geändert. Das hat sich schlagartig geändert. Fotozugwagen mussten nach Schäkling zurückgebracht werden. Also konnten wir auf dem Weg gleich noch ein bisschen Holz mitnehmen.